Hallo, und heute lese ich euch nochmal was vor von diesem Büchlein mit diesen Lerntipps. Und zwar bin ich ja Künstlerin und ich bin Malermeisterin und geschult in dem, was ich da weitergebe. Also ich bin nicht nur Autorin, nicht nur Mutter von 4 Kindern und habe einen großen Wissens- und Erfahrungsschatz, sondern ich habe auch echtes Wissen über Farbenlehre und wie sich das in unserem Hirn noch denn auch zeigt und unterstützt und hilft. Und hier lese ich euch jetzt was vor. Farben werden in diesem Lernprozess von diesen Büchern zusätzlich eine Stütze sein. Farben helfen, Emotionen hervorzurufen und diese in Bildern abzuspeichern. Man weiß, dass unser Gehirn in Bildern denkt. Ein farbig angemalter Buchstabe wird auf diese Art und Weise für immer als ein buntes Bild in uns abgespeichert sein. Es ist erwiesen, dass Farben Emotionen erzeugen und ausdrücken können. Hierzu hat die Farbenphilosophie und Farbenpsychologie bereits einiges an Vorarbeit geleistet. Denkt nur an die Farbtöne Sonnengelb, Rot, Orange, Rosa, die sich warm anfühlen und fröhlich stimmen, und an die Farbtöne Blau, Grün, Violett und Zitronengelb, die kühl auf uns wirken und eher Distanz als Nähe vermitteln. Farben beeinflussen tatsächlich das Wohlbefinden des Menschen. Farben können uns unterstützen, fördern und helfen bei dem, was wir tun und wie wir uns fühlen. So, und das habe ich da natürlich mit eingebracht. Die Buchstaben sind bunt, bitte. Die Buchstaben sind bunt. Alle haben eine andere Farbe. Sieht man das? Grün, Orange, Rosa, Blau. Also, toll, unbedingt empfehlenswert.